Oh, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tech Town in dem Modpack Tech World 2. Heute geht es weiter mit Road Tailcraft und ich habe mir jetzt eine Lösung für unser Problem hier drüben überlegt, das eigentlich gar nicht so kompliziert ist, sondern sogar relativ einfach. Und zwar folgendes. Ich habe schon ein paar Items vorbereitet, unter anderem zwei Gasoline Engines. Die kennen wir schon von hier drüben, in denen wir noch kein Fuel drin haben. Ich habe mir auch ein paar mehr Ethanolkristalle gemacht, indem ich mir eben wieder Sludge und so weiter hergestellt habe. Und was wir mit diesen zwei Engines jetzt machen werden, ist eigentlich ganz easy. Wir haben ja hier unser Dynamometer, hier haben wir unsere Gearbox, die wir letztes Mal aufgestellt haben. Wir haben das Ganze ja in 16 zu 1 zu 4 zu 1, also sagen wir einfach mal 16 zu 4 gemacht, weil ich das eben im Singleplayer ausprobiert habe, aber es sieht irgendwie so aus, als ob die Diamond Gearboxes irgendwie Kraft oder sowas verlieren, und deswegen habe ich das Ganze ein bisschen rumprobiert und es geht mit einer 8 zu 2, also 8 zu 1 und 2 zu 1, was eigentlich ja das gleiche Verhältnis sein müsste, also ja, 1 zu 4 müsste das ja eben sein. Und deswegen bin ich eben davon ausgegangen, dass das auf jeden Fall funktioniert. Hat es dann aber nicht. Aber das ist, wie gesagt, nicht allzu schlimm. Deswegen machen wir das Ganze jetzt so. Und weil eben diese Maschinen, wie gesagt, Kraft verlieren, wie ich das ja festgestellt habe das letzte Mal, oder die Engines, nicht die Engines, die Gearboxes schafft Kraft verlieren, müssen wir das Ganze eben mit zwei Engines praktisch repowern, und das werden wir jetzt natürlich auch machen. Deswegen setzen wir das Ganze ein weiter nach drüben, setzen hier wieder unser Dynamometer dazwischen, damit wir auch wissen, wie viel Strom wir drauf haben. Dann haben wir unsere 8 zu 1 und unsere 2 zu 1 Gearbox. Zuallererst kommt unsere 8 zu 1 Gearbox hin, und zwar so. Danach unsere 2 zu 1 so. Rechts ist, glaube ich, immer der Output. Und als nächstes brauchen wir noch ein Item, das sich mir noch nicht gecraftet hat. Und zwar brauchen wir Ad Rotary. Wo ist es? Hier, eine Shaft Junction. Müssen wir ganz kurz gucken, was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir wieder diese Dinger hier. Dann brauchen wir ein paar Base Panel und ein paar Stäbe. Okay. Dann sollten wir uns das Ding, glaube ich, craften können. Und zack. Und dann haben wir zwei Shaft Units. Sehr geil. Zwei brauchen wir nämlich auch. Und was diese Dinger machen, wir setzen die einfach mal hier hin und dann seht ihr das vielleicht schon. Ich habe das Ganze sogar einen zu weit gesetzt. Ah ne, da kommt noch, oder? Doch, oder? Ja. Da kommt nämlich noch das Dynamometer dazwischen, das wollen wir noch sehen. Genau, dann setzen wir jetzt unsere Shaft-Units hier hin, unser Dynamometer hier wieder dazwischen. Wenn wir jetzt hier oben reingucken, sehen wir, das Ding hat praktisch zwei Inputs und einen Output. Der Output ist das weiße Ding hier. Ich weiß nicht, ob es weiß ist, aber dieses Teil hier auf jeden Fall. Und das müssen wir jetzt eben so rotieren, dass das hier dann nach rechts zeigt. Und genau das gleiche machen wir auch hier, denn das soll ja auch der Output sein. Wir können das Ganze jetzt noch so machen, dass wir unsere Gasoline-Engines hier stehen hätten, aber ich will die ja nicht im Raum stehen haben, sondern ich will ja auch, dass das Ganze schön aussieht. Ne, deswegen machen wir das Ganze jetzt erstmal so. Jetzt gehen wir hier ganz kurz raus und setzen unsere Gasoline-Engines hier hinten an unsere Shaft-Junctions. Shaft, ja, genau. Da setzen wir jetzt unsere Gasoline-Engines hin. So, 1 und 2. Dann drehen wir die beide wieder um. Und wenn wir jetzt das Ganze hier gleich anschmeißen, aber bevor wir das machen, wir müssen hier drin eine Schmierflüssigkeit, sage ich mal, einbringen. Und zwar nennt sich diese Lubricant oder Lubricant. Ich weiß nicht genau, wie man es auf Englisch ausspricht, aber das ist hoffentlich nicht so schlimm. Und um dieses Zeug herzubekommen, müssen wir Canola Seeds in einem Grinder, ja, grinden. Deswegen brauchen wir zuallererst mal einen Grinder, in dem wir das Ganze machen können. Der Grinder ist hier. Den sollten wir uns auch craften können. Sehr schön. Und jetzt gehen wir einfach mal ganz kurz hier rüber. Setzen unseren Grinder mal hier hin, nehmen nochmal eine Gasoline Engine, setzen diese hier hin, rotieren das Ganze wieder. Und wenn wir jetzt hier, sage ich mal, einen Stack Canola Seeds reinwerfen und einen Eimer dazu, wir holen uns einfach mal nochmal einen, wenn wir einen haben. Haben wir nicht. Da müssen wir uns wohl oder übel einen Eimer craften. Können wir sowieso mal machen, weil Eimer braucht man, glaube ich, immer. So habe ich das Gefühl. Okay, noch mehr Dinger hier rein und jetzt werfen wir hier einfach ein paar Ethanolkristalle rein. Zack, und dann fängt das Teil ja an zu arbeiten. Ihr seht, oh, nicht da draufstehen, der macht euch Damage. Genau, also die Gasoline Engine reicht komplett aus, um den Grinder zu betreiben. Ich weiß nicht genau, wie viel braucht er denn. 4096 Watt und 128 Newtonmeter.
Und die Gasoline Engine reicht eben dafür. Und wenn wir jetzt hier reingucken, sehen wir, wir stellen jetzt aus diesen Canola Seeds Lubricant her. Und das Lubricant können wir dann eben in unsere Gearboxes packen. Hier drüben ist auch wieder so eine Anzeige. Und das bewirkt dann eben, dass diese Dinger nicht sofort kaputt gehen, glaube ich. Und dass sie eben auch geschmeidig laufen, sozusagen. So, jetzt müssen wir das ganze Ding hier drüben noch wieder einstellen. Wir haben unsere Inputzeit, die ist schon richtig. Unsere Outputzeit müssen wir noch umstellen, so dass wir das Ganze eben auch. Oh Gott, jetzt muss ich auf die andere Seite, sonst sehe ich das nicht richtig. So, unsere Outputzeit muss nämlich nach oben. Ganz kurz hier einen Stein setzen. Outputzeit nach oben. So ist es perfekt. Inputzeit passt schon, Outputzeit passt jetzt auch. Und dann sind wir eigentlich schon ready to go. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf das Lubricant warten. Wir könnten die Maschine, glaube ich, schon anschmeißen, aber ich vertraue der Technik da nicht so ganz, sage ich mal, ne? Wir müssen sowieso noch, okay, wir müssen erstmal abwarten, bis wir hier Lubricant haben und dann können wir weitermachen. So, da sind wir schon wieder zurück und wir haben jetzt zwei Eimer von Lubricant, also zwei Lubricant Buckets. Und diese Lubricant Buckets können wir jetzt einfach hier reinkippen und das wird dann hier auch sehr schön angezeigt, dass da so eine Flüssigkeit drin ist, was ich übrigens sehr cool finde. Und was wir jetzt machen können, ist, wir sollten in der Lage sein, zuerst einmal dieses Ding hier auf Speed zu stellen, genauso wie dieses Teil hier. Ihr seht jetzt, Mode ist auf Speed. Und hier ist der Mode auch auf Speed. Und sobald wir jetzt hier drüben mal einen Ethanolkristall, wir legen einfach mal 11 rein und hier auch 11 rein. Jetzt macht das ganz kurz komische Geräusche. Und dann sollten wir sehen, wir haben hier drüben 8 Kilo Rounds per Second. Ich weiß nicht, irgendjemand hat mir was Radians per Second, glaube ich, hat mir jemand geschrieben. Ich wusste es nicht genau, aber auf jeden Fall reichen unsere 8 Radians per Second genau aus. Wir brauchen nämlich 8192 Radians. Ich weiß nicht genau, Rads, nennen wir es einfach Rads. Und wir haben jetzt eben 8 Kilowatts, das heißt, das ist genug. Wenn wir jetzt hier drüben gucken, sehen wir auch, unsere Power Speed und Torque ist alles auf 100%, also der Balken ist ganz drüben. Und wir haben ja letztes Mal schon dieses in Anführungszeichen komplizierte Interface besprochen, was eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Ihr braucht aber ein paar Items, um das Ganze zu betreiben. Und zwar braucht ihr zum einen Kohle. Wir machen das jetzt einfach mal ganz, ganz langsam. Machen mal ein bisschen Platz in meinem Inventar, das wäre ganz cool. Ihr braucht Kohle. Ihr braucht, wo ist das andere? Nicht Glowstone, sondern das Blaze Powder. Ihr braucht Blaze Powder, ihr braucht Magma Cream. Magma. Da haben wir. Magma Cream ist nicht so viel. Haben wir noch Slimes? Nee, okay. Also müssen wir uns irgendwann mal Magma Cream bis. Obwohl, warte. Geht das nicht auch mit. Könnten wir uns Magma Cream eigentlich nicht aus. Stopp. Ne, nur mit Slimes und Blaze Powder. Okay. Ich habe gedacht, das geht jetzt vielleicht auch mit Rubber. Okay. Aber egal. Als nächstes brauchen wir Netherrack Dust. Beziehungsweise, ja, Netherrack Dust. Und den bekommen wir, wenn wir Netherrack in den Grinder werfen. Das sollten wir jetzt gleich sehen. Dass sich hier raus. Lassen wir einfach mal ganz kurz durchlaufen. Und werfen mal diese Canolas jetzt ganz kurz weg. So, jetzt machen wir das. Sortieren wir das Ganze mal nochmal. Wir haben unsere Kohle, wir haben unsere Magma Cream, wir haben Blaze Powder, wir brauchen Ethanolkristalle, wir brauchen eine Gastier, nur eine einzige, die wird nicht verbraucht, deswegen legen wir die mal ganz kurz hier unten hin. Wir brauchen unseren Netherrack Dust von Rotablecraft, der sieht so ähnlich aus wie Gunpowder, das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt. Und wir brauchen als nächstes noch, holen wir den mal ganz kurz nochmal raus, ihr braucht Soul Sand und auch diesen Soul Sand werft ihr dann in euren Grinder rein. Und aus diesem Soul Sand, sehen wir es gleich, dauert wieder ein ganz kurzes Sekündchen. Das Ding hier läuft jetzt gerade ohne irgendeinen Sinn, was nicht ganz so gut ist. Vielleicht sollte ich die mal abstellen. Da war ich ganz schlau. Damit das hier nicht verbraucht, aber wird trotzdem verbraucht. Okay, dann kann man die anscheinend gar nicht abstellen. Okay. Hier, daraus bekommen wir Tar Sand und das brauchen wir auch noch. Und jetzt gehen wir mal in das Interface, in diese Fractionation Unit. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Daran legt ihr jetzt Blaze Powder, Magma Cream, Ethanolkristalle, Kohle, Tar Sand und Netherrack Dust. Und in diesen Slot hier drüben legt ihr eine Gas hier rein und dann fängt dieses Ding auch schon an zu arbeiten. Hier drüben ist jetzt so eine kleine Anzeige, wie das Ganze hier nach drüben geht. Also das so Regenbogenfarben irgendwie. Und sobald das einmal hier durchgelaufen ist, sollten wir sehen. Na, gleich ist es fertig. Und jetzt haben wir hier drüben 1265 Millibuckets
Jet Fuel. Das Ganze ist nicht konstant, das heißt, es kommen nicht immer 1265 raus und es wird auch nicht immer alles verbraucht. Ich sehe zum Beispiel, der Tarsem wurde gerade nicht verbraucht und jetzt auch wieder nicht. Jetzt wurde zum Beispiel Netherrack Dust verbraucht, jetzt haben wir 2900 und so weiter und so fort. Und das Ganze können wir jetzt eben Keep Going machen, so auf die Art. Aber wir legen einfach mal wieder ein bisschen Tarsem rein und machen hier mal wieder Netherrack rein, nicht dass das gleich alle ist. Also es wird nicht immer alles verbraucht und wir haben jetzt hier drin Jetfuel. Sehr cool. Das haben wir schon mal hergestellt. Und was wir mit diesem Jetfuel jetzt machen müssen, oder machen wollen, besser gesagt, müssen nicht, aber wollen. Wir wollten ja zu dem Punkt kommen, wo wir uns die Engines, beziehungsweise die Upgrades für die Engines von einem Bedrock Breaker herstellen. Und dafür brauchen wir einen, da, wir machen wieder unser O an, einen Jet Furnace. Und zwar sieht das so aus: Pulse Jet Furnace Minimum Speed 131.072 Kilowatts. Was eine Megamenge ist, also das ist richtig viel. Und das Ding craften wir uns jetzt erstmal, dann haben wir unseren Pulse Jet Furnace hier. Und wir können ja jetzt einfach mal ganz kurz. Zombie? Einfach mal ganz kurz gucken, indem wir zu Add Rotary Craft gehen, was für eine Engine denn so viel Speed herstellt. Denn es gibt nicht allzu viele, die das schaffen. Hier sind noch keine Engines, wir gehen einfach mal noch einen weiter. Hier haben wir zum Beispiel eine Magnetastic Engine. Die erzeugt 256 Rounds oder Rats, was viel zu wenig ist. Wir brauchen 131.000. Dann haben wir unsere. Nehmen wir mal. Wollen wir noch irgendeine Engine, die ich jetzt gerade nicht sehe? Grindstone. Ne, das wollen wir nicht. Hier. Eine Steam Engine. Die hat 512 Rats, was schon näher dran ist, aber noch nicht ansatzweise zu viel. Unsere Gasoline Engine hat auch 512. Unsere AC Electric Engine hat 256.000. Eine Hydrokinetik hat 32.000. Eine Mikroturbine hat 131.000 Kilowatts. Mit der könnten wir das Ganze machen. Und mit der machen wir das Ganze auch. Deswegen craften wir uns jetzt eine Mikroturbine. Und diese Mikroturbine ist sogar relativ gut. Also, wir können die einfach mal hinsetzen und reingucken. Denn das Einzige, was diese Mikroturbine braucht, ist Fuel. Und Fuel haben wir uns hier drüben schon hergestellt. Ihr seht, das macht es gerade nicht weiter. Es hat keine Magma Cream mehr und kein Netherrack Dust. Deswegen müssen wir uns unbedingt irgendwie Magma Cream beschaffen. Und ja, wie gesagt, diese Mikroturbine verbraucht nur Fuel. Und dann können wir damit unseren Pulse Jet Furnace anschließen. Das Ganze machen wir, denke ich mal, irgendwo hier drüben, denn wir brauchen dafür auch noch Wasser. Und das Wasser wird, glaube ich, nicht ganz so leicht zu bekommen. Obwohl wir das Ganze auch einfach, ja, wir können das Wasser auch einfach hierher holen. Das sollte nicht das größte Problem sein. Also machen wir hier drüben einfach mal ganz kurz ein kleines Löchlein, wo wir dann später unseren Pulse Jet Furnace hinsetzen. Dafür brauchen wir zuallererst mal wieder eine Engine. Die haben wir hier. Dann bräuchten wir eigentlich ein Dynamometer. Was war. Wir brauchen es nicht unbedingt, aber es sieht auf jeden Fall stylisch aus, ein Dynamometer da dran zu haben. Aber für jetzt soll es erstmal ohne Dynamometer klappen. Dann setzen wir wieder unser Bevel Gear hin, denn der Pulse Jet Furnace, wir können einfach mal ganz kurz. Wir setzen ihn einfach mal hin. So. Setzen wir hier drauf. Wenn wir jetzt reinklicken, dann können wir rübergehen und sagen: Power Input ist Button. Das heißt, Bootum. Er bekommt seine Energie also durch die Mikroturbine von unten, deswegen muss er auch unten angeschlossen werden. Und dann müssen wir natürlich hier noch unseren Input und Output einstellen. Der Input soll auf der linken Seite sein. Müssen wir wieder ein bisschen rumprobieren. Na, wo ist links? Ist es jetzt da? Nee. Dann kann ja nur das hier links sein. Auch nicht. Das hier? Das da? Das da? Das da? Das da? Gibt es keine linke Seite? What the fuck? Irgendwie gibt es keine linke Seite im Input. Kann das sein? Hä? Okay, warte. Wir stellen erstmal die Output-Seite ein. Vielleicht jetzt können wir die Input-Seite richtig einstellen. Okay, dann lag das daran. Also, Input-Seite ist hier, Output-Seite ist hier oben. Und jetzt müssen wir noch mehrere andere Sachen anschließen. Und zwar unter anderem verbraucht auch unser Pulse-Jet-Furnace. Ihr könnt hier reingucken. Da steht Temperature 25 Grad Celsius. Und, ups, das wollte ich gar nicht. Hoffentlich habe ich jetzt was gedreht. Nein. Temperature 25 Grad Celsius, Tank 0, empty. Tank 1, empty. Operation Time, eine Sekunde, no fuel. Im Tank 0. Das ist dieser Tank hier, kommt Wasser rein und im Tank 2, das ist dieser Tank hier, da kommt Fuel rein. Deswegen haben wir auch hier drüben Fuel hergestellt. Aber
Wir brauchen ja jetzt Fuel für unsere Mikroturbine und wir brauchen Fuel für unseren Pulsejet-Furnace. Und das Ganze müssen wir dann eben irgendwie hinbekommen. Und was wir jetzt zuallererst mal machen, ist, wir setzen uns eine kleine Wasserversorgung hier drüben auf. Na, zack. Dafür gibt es nämlich auch ein Item von Rotary Craft und nennt sich dieses. Wo haben wir es? Müssen wir ganz kurz danach suchen. Wir könnten auch einfach unten eingeben, aber das wäre viel zu. Na, sag schon. Hier haben wir es. Eine Pumpe. Und diese Pumpe wollen wir uns jetzt auch craften. Dafür brauchen wir Liquid Pipes. Was fehlt uns denn dafür? Ich glaube nur die Glasscheibe, oder? Oder machen wir uns die Items einfach mal so. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel jetzt offscreen gecraftet in dieser Folge. Also ihr habt nicht allzu viel mitbekommen davon. Ich hoffe, das hat nicht so gestört. Eine Liquid Pipe haben wir schon. Dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Glaspane. Eine Glaspane. Und dann sollten wir in der Lage sein, uns eine Pump zu craften. Tada, eine Pump. Und jetzt brauchen wir natürlich wieder ein paar Eimer. Und unter anderem auch erstmal nichts, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall unsere Eimer hier. Und diese werden wir jetzt dann gleich benutzen, um hier drüben ein wenig Wasser hinzusetzen. Na, guck mal, da fehlt ein Block. Dann können wir den da hinsetzen. 1, 2, 3. Das sollte, glaube ich, reichen. Und dann setzen wir einen hier hin. Einen hier hin. Und einen hier hin. Und dann setzt sich das Ganze sehr schön. Cool. Jetzt setzen wir unsere Pumpe. Wo haben wir sie? Hier. Einfach mal hier hin. Andersrum aber bitte. Zack. Dann drehen wir die Pumpe einfach mal. Und zwar in diese Richtung. Jetzt nehmen wir unsere Liquid Pipe und schließen das Ganze nicht hier, sondern so. Oh, das verbindet sich hier gar nicht, ne? Müssen wir das so machen? Jo. Aber warte, wäre es dann nicht schlauer, wenn wir das Ding einfach drehen? Also wenn wir das, warte mal. Da kommt mir doch eine Idee. Was ist denn, wenn wir das Ganze so machen? So. Unsere Pumpe hieran anschließen. Und jetzt unsere Liquid Pipes so anschließen. Dann ist das, glaube ich, ein bisschen platzsparender. Sehr cool. Und auch diese Pumpe braucht wieder Strom. Was verträgt sich gut mit Wasser? Richtig. Eine elektrische. Wie nennt sich das Ding? Engine? Nehmen wir es einfach Engine. Okay. DC Electric Engine. Also Elektrizität und Wasser verträgt sich gut, meine Kinder. Deswegen gehen. Oh, warum machst du Krach? Seid ihr out? Jo, okay. Das erklärt alles. Ja gut, ist sowieso gerade Waste gewesen von dem Zeug. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder hier drüben hin und schließen unsere Electric Engine hier an, drehen die hier nach drüben. So, machen hier Nebel ran und jetzt sollte dieses Ding gleich anfangen, Wasser zu pumpen. Nein, macht's nicht, weil es falsch, oder? Ja, es ist falsch rum angeschlossen. Also habe ich doch richtig gelegen mit dem, was ich vorher gesagt habe. Mensch, 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 Heiko, was machst du nur? So. Machen wir das Ganze einfach so und schließen unsere Electric Engine hier an. Dann können wir darüber später einen Hebel machen. Und jetzt nehmen wir unsere Liquid Pipes. Schließen das Ganze einfach so an. Sollte ja nicht so ein großer Deal sein, oder? Dann machen wir hier wieder einen Block hin. Hebel können wir aufsammeln. Block. Hebel. Zack. Und es wird Wasser gepumpt. Sehr schön. Und hier rein kommt jetzt eben unser Wassertank, der jetzt hier schön vollgefüllt wird. Genau das, was wir eben auch wollen. Und als nächstes wollen wir, wie gesagt, unseren. Das hat sogar eine coole Animation, wenn ihr das seht. Das Wasserrädchen dreht sich da so cool. Finde ich schön. Der Hebel stört hier aber ein bisschen. Ich glaube, ich mache den mal woanders hin. Zwar. Müssen wir da mal gucken. Obwohl das Ding kann eigentlich auch immer durchlaufen. Da brauchen wir gar keinen Hebel. Als nächstes brauchen wir einen Tank für unser Fuel. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen, aber ich will es eigentlich gerne noch schaffen. Deswegen suchen wir jetzt einfach mal nach einem Fuel. Da gibt es nämlich ein Ding und zwar nennt sich dieses so. Dafür brauchen wir eine Menge von diesen Paneln. Und die machen wir uns gerade mal so. Und dann machen wir uns mal so einen Tank. Zack. Und diesen Tank setzen wir jetzt am besten hier hin. Ich weiß nicht, ob man da von der Seite rauspumpen kann.
Oh ja, aber das. Oh, warte, dann habe ich eine Idee. Mach das Ganze einfach so. Idee fehlgeschlagen. Das müssen wir gleich nochmal überdenken. Okay. Auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen Fuel drin. Und zwar 16 Eimer, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir sollten hier einfach hingehen können und Eimer für Eimer rausholen. Jet Fuel Bucket. Nein, jetzt haben wir keinen mehr drin. Okay, das waren jetzt nur drei Eimer. Zwei Eimer? Seriously? Okay. Okay. Bin ich auch zufrieden mit. Diesen Eimer packen wir jetzt einfach hier oben rein. Und genauso wie diesen Eimer. Ihr seht, das Ganze geht relativ schnell raus. Dieser Tank ist jetzt schon voll. Und hier oben haben wir noch 4000 drin. Und unsere Engine hier, unsere Microturbine Engine, die braucht ihre Fuelzufuhr vom Boden. Deswegen müssen wir das Ganze so verbinden. Und ich weiß nicht genau, ob die mit einem Hebel funktioniert. Ich hoffe es einfach mal. Weil sonst wäre das Ganze so ein bisschen gewastet. So, jetzt schießen wir das Ganze hier an und damit geht hier viel rein. Unsere Gearboxes sollte sich anfangen zu drehen. Hier drin baut sich jetzt so langsam Speed auf. Das Ganze braucht ein bisschen, also das heizt sich so langsam auf. Mit dem Dynamometer würden wir das besser sehen. Also die Drehzahl und so weiter wird immer höher von diesem Teil. Das heißt, ja, es braucht einen kurzen Moment, aber sobald es dann eben die 131.000 Kilowatts erreicht hat, fängt auch der Jet Furnace an zu arbeiten. Ihr seht, der Speed hier wird immer, immer mehr. Und was wir dann mit diesem Ding machen, dazu kommen wir morgen in der Folge, denn wir sind leider schon am Ende angelangt. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, ihr habt was gelernt. Ich habe es heute, glaube ich, relativ gut erklärt und es waren auch keine Fails drin. Ich hoffe, das hat euch gefreut. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass ich nicht gefailt habe, diese Folge. Und ansonsten würde ich sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen Folge Tech Town. Haut rein, habt einen schönen Tag und tschüss!